Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Mein Name ist Glabu, jawohl. Und wir sind dabei und wollen uns weiter ausstatten. Genau, also die Empfehlung, die mir hier ein paar Leute schreiben, dass wir uns erstmal Munition und Inventar haben wir. Ja, ja. Das wissen wir, dass ich mich erstmal ausstatten soll. Und zwar soll ich erstmal herstellen, zum Beispiel, dass wir Waffengürtel mehr tragen können. Brieftasche haben wir auch schon einmal vergrößert. Das sollte jetzt nicht unbedingt das Ziel sein. Beuterucksack haben wir auch schon. Kommen wir eigentlich mit aus. Spritzentasche wäre nicht schlecht. Dafür brauchen wir ein Schweineleder für etwas größere. Und ein Waffengürtel würde ich auch sagen, dass wir uns da den robusten schon holen. Dann können wir diesen Waffengürtel, erlaubt dir, 3 Waffen mit dir zu führen. Also wir können bis jetzt 2. Dann machen wir erstmal das. Das bedeutet, Hirschfelle benötigen wir 2 Stück. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Und suchen uns Hirsch. Hirsch. Ein Hirsch. Sind das da nicht Hirsche vielleicht? Das könnten Hirsche sein. Das ist auch gar nicht so weit. Dann machen wir uns doch mal hin auf den Weg dahin. Haben wir keine Waffen mehr? Ah. Jetzt kriegen wir die Waffen. Gehen wir noch mal gucken, ob wir da ein paar Hirsche haben. Hier haben wir gar nichts mehr. So wie es aussieht, kann man hier in das Häuschen rein? Nö, kann man auch nicht. Okay, dann gehen wir hier mal weiter hoch. Guck mal, ob wir hier ein paar Hirsche kriegen. Mit unserem neuen geilen Sniper. Ich würde auch gerne den Bogen dann immer bei mir tragen. Für den leisen Kill in dem Sinne. Ich glaube, dass ich hier hochgegangen bin, war jetzt völlig falsch. Aber hier hätten wir zum Beispiel noch eine Kiste. Hm. Komm unterher. Jawohl. Ja, da hinten geht ein bisschen die Post ab. Aber das interessiert mich jetzt nicht so. Mich interessiert eigentlich, oh, wo ich die Hirsche bekomme. Aua. Das müsste doch unser. Revier sein, oder? Leute, ich weiß es gerade gar nicht. Erstmal gerade hier ein bisschen gucken. Mal lieber auf die andere Waffe gehen. Mal gucken noch mal gerade, was hier. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssten eigentlich. Ja, aber man kann gar nichts sehen. Ja, so. Angeblich da oben, weil da sollten Hirsche sein. So. Blätter. Ja, ich versuche jetzt wirklich erstmal meine Rucksäcke und so, oder meine Inventar zu vergrößern. Ich finde, das gehört ja auch dazu zu dem Spiel. Da unten sind Krokodile, aber Hirsche. Das sind Hunde. Hm. Brauchen wir die Viecher? Ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt beide gekriegt? Mal auf Nahkampf umschalten.
Jawohl, drei Stück. So, was kriegen wir dann hier? Hunde. Hundefell. Nochmal. Ja, wo ich dir recht geben muss, muss ich dir recht geben. Nochmal Hundefell. Okay. Gucken wir doch mal gerade, was wir mit Hundefell herstellen können. Ich habe da auf jeden Fall auch was gelesen. Waffengürtel auf gar keinen Fall. Brieftasche. Nein, da brauchen wir was anderes für. Beuterucksack. Auch nicht. Spritzentasche. Auch nicht. Okay, dann Munitionsgürtel. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht, Leute. Brauchen wir denn jetzt gar nichts für die Hundefelle oder was? Haben wir die Hundefelle umsonst gekauft? Oh, das ist doch nicht wahr. Naja, gut, okay. Ja, da muss ich jetzt nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube, dass das die Köter sind, eher gesagt. Und die Hirsche sind hier oben. Dann werden wir uns jetzt dahin auf den Weg machen. Hier unten ist ja ein Auto. Ich würde sagen, da haben wir gerade den Arsch gerettet. Leiche durchsuchen. Ich weiß nicht, ob man sowas machen muss unbedingt. Aber klar, die sollen ja nicht die Zivilisten umbringen hier. Okay. Gerade nochmal auf die Karte gucken. Zeigt mir zwar den groben Weg an. Wir müssen da drüben hin. Ja, dann können wir jetzt hier die Straße komplett durchknallen. Sonst gibt es hier auch keine Hirsche. Wenn man zu weit rauszoomt, sieht man es leider nicht. Ja. Da müssen wir hin. Und das ist jetzt unser Weg auch. Gas machen. Arschlöcher. Fahren ja wie die allerletzten. Mal aufräumen hier. Überall diese Parkpenner. So. Ich glaube, dass der Weg schon fast richtig ist. Wir müssen hier nur noch ein bisschen hoch. Entfernen uns zwar gerade, aber wir müssen ja irgendwie hier rumkommen. So. Stell mal hier das Auto ab. Kräuter kann man immer gebrauchen. Okay. Okay, da hat einer Schweine aufgehängt. Ah, das sind Freunde. Okay. Na, suchen wir uns mal ein paar Hirsche. Hirsche, wo seid ihr? Papi braucht ein bisschen Leder. Ach, ist ein Vogel, Papi, ich mich gerade erschrocken. Da.
Wo ist jetzt das Mistvieh? Hallo? Och man, Leute, kommt. Da. Gut versteckt. Hirschfell, jawohl. Das nächste. Was sind das denn hier für Kräuter? Grüne Blätter, alles klar. Hallo. Hey, ich finde das so heftig. Ja, es geht einfach auf einmal, zack, Böschen runter. Ah, gucke mal da. Meins. Jawohl. Zwei hier Schleder. Jetzt mal gerade gucken hier. Robuster Waffengürtel, jawohl. Hergestellt. Starker Waffengürtel brüchten wir. Hi heute. Okay, den haben wir. Brieftasche brauchen wir nicht. Beuterucksack, weiß ich nicht. Ich glaube, das reicht erstmal. Spritzentasche. Schweineleder auf jeden Fall. Okay. Die nächste Aufgabe ist dann das Schwein zu suchen. Schweine, Schweine, Schweine. Wo seid ihr? Etwa hier. Sehr schön. Aber hier oben gibt es noch Kisten und sowas. Sollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wenn man schon hier ist, dann sollte man das auch mitnehmen. Ich weiß, vielleicht ist das jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber zu mir wurde gesagt, ich soll das unbedingt erstmal machen. Dann tue ich das auch. Das ist dann wohl eine ganze Ecke leichter ist das Spiel. Ein bisschen grünes Kraut bräuchten wir noch für Spritzen herstellen. Ich glaube, grün war immer für Spritzen. Oh, das war falsch. Für Spritzen herstellen. Herstellung. Spritzen, medizinische Spritzen, jawohl. Grüne Blätter, jawohl. Herstellen. Herstellen. Ja, herstellen. Drei Spritzen haben wir schon mal. Jawohl. Können wir uns hier nochmal grüne Kräuter mitnehmen. Jawohl. Ach, ich will immer M drücken, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel ich gerade bin, dass ich immer drücken will. Ach, jetzt habe ich benutzen gedrückt. Naja, egal. Können nicht mehr wie drei Stück. Dann sehen wir jetzt zu, dass wir da drüben noch hinkommen. Das grüne Kraut hier oben. Nehmen wir uns das hier mit. Hallo Hirsch. Dich brauche ich jetzt nicht. Ich bringe nicht die Viecher um, die ich nicht brauche. Oh, 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 oh. Oh, hier haben wir auch noch ein... Hier nicht Geld. Das Buch können wir nicht nehmen. Nehmen wir natürlich alles mit, alles erkunden hier. Das macht richtig Laune in dem Spiel. Das muss ich wirklich sagen. Grüne Kraut, jawohl. Hier könnten wir ein Nickerchen machen, Leute. Wäre ja eigentlich mal angenehm, dann wäre es vielleicht ein bisschen heller. Jawohl, das nehmen wir auch mit. Die hier nehmen wir auch noch komplett mit. So, und hier hätten wir noch eine Kiste. Das nehmen wir uns auch mit. Ja. Ab geht's zum nächsten Ziel. Die Schweine. Oh. Hallo. Die mich jetzt gehört. Ich weiß nicht, wie viele Schweine Hunde. Ja, die Hunde jagen das Schwein, das ist jetzt nicht so tragisch. So, Herstellung,
Spritze, wie viel bräuchten wir denn für die Herstellung von den Spritzentasche 1? Ja, perfekt. Jetzt können wir 5. Oh, Hundefelle. Ja, perfekt, Leute. Gleich robustes. Leopardenfell haben wir leider nur 1, aber so haben wir sofort 7 Spritzen, können wir jetzt bei uns tragen. Ja, wunderbar. Was bringt uns das eigentlich jetzt nochmal? Ich will mir das eine Tier abschrecken und verhindert, dass sie angreifen. Nicht bei Wasser lebende Tiere wie Haie oder Krokodile. Also wenn ich mir das inszeniere, greifen die Tiere mich in dem Sinne nicht an. So, aber es gibt ja 3 verschiedene. Tödliche Jagd. Dieses Mittel konzentriert die Körperkraft und ermöglicht es beim Kampfen mit Tieren mehr Schaden anzurichten. Ob ich die jetzt unbedingt brauche, weiß ich nicht. Kampf. Was bringt Kampf? Geschäfte sind ermöglicht es Gegner durch ihren Geruch und Spreng über seine Ausdünstung wahrzunehmen. Okay. Eine Kombination dramatischer Werkstoff, die die Haut für kurze Zeit Verbrennung schützt. Okay, gegen Verbrennungen. Naja, wir stellen hier mal medizinische weiter her. Herstellen geht nicht. Doch. So, Leute. Jetzt haben wir wohl genug, würde ich sagen. Ja, wir haben... Hier könnten wir 4 Waffen. Wir können jetzt 3 Waffen tragen. Ich würde gerne noch den Bogen bei uns tragen. Ein robuster. Dafür bräuchten wir Tapirenfell. Müssen wir uns später mal angucken. So, auf jeden Fall möchte ich mir noch den Pfeil besorgen. Erstmal möchte ich zurück nach Hause, um uns neu auszustatten, würde ich sagen. Genau, das machen wir dann auch noch in dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal wieder um die Missionen kümmern. So. Aber eigentlich könnte man... Hätte man... Ach, jetzt ist egal. Kommt. Gas und Spaß. Ich habe schon zu viel rumgeafft hier, glaube ich. Aber manche Leute sehen das ja nicht gerne. Deswegen werde ich ja auch beschimpft in dem Spiel. Was ich für ein Kackboom bin. Aber gut. Oh, wir haben uns verfahren. Wir müssen wieder hoch. Na, nehmen wir den nächsten Weg. Jawohl, hier. Schön mit Handbremse rumgeslidet. Nein, geradeaus. Da sind wir doch schon. Haben wir uns hier schön das Fahrzeug hingestellt. Waffe wegstecken, genau. Wenn man ins Dorf geht, nimmt man keine Waffe. So, dann werden wir jetzt schön in den Waffenladen gehen. Und werden erstmal das verkaufen, was unwichtig ist. 3 Gegenstände. Okay. Nee. Ah doch, warte. Stopp. Munition. Inventar auffüllen. Okay, haben wir gemacht. Ich weiß es, junge Frau. So. Dann gehen wir bei uns in den Safe Room. Und werden Sturmgewehr, Scharfschützen, Granaten, speziell Karten. Was ist denn Karte? Objekte ankern. Diese Karte zeigt ja alle Sammelgegenstände in der Nähe von Leute, die muss man alle kaufen, Leute. Alter Schwede. Einzigartige Waffen, lol. Scharfschützen, Schrüffeln, Sturmgewehr, MP-Faustwaffen. Wo sind die Bögen? Granaten spezielles? Aha. Ich möchte gerne das Teil ausrüsten. Und zwar auf den Slot. Genau. So, jetzt müssten wir eigentlich 3 Waffen haben.
Jawohl, die drei haben wir den Bogen. Wie funktioniert das? Ich jetzt mal mit festhalten. Alles klar. Halten Sie. Okay, halten und dann loslassen. Na gut, den Rest habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Achso, ich kann hier... Bevölkerung, okay. Was kann man hier? Mission, boah, was gibt's hier alles, Leute? Leckt mich am Arsch, Anleitung. Story, okay. Fähigkeiten, will ich noch gerade gucken. Ja, haben wir letztes Mal ja alles verteilt. Und ich sage auch vielen Dank wieder fürs Einschalten bei Far Cry 3. Bei der nächsten Folge werden wir ein paar Missionen erledigen, würde ich sagen. Und werden uns dann mal umschauen, wie es dann hier so weitergeht. Ich finde die AK und die Sniper ist ganz okay. Und der Bogen als ja ganz leisen Kill ist wohl ganz okay. Hier steht leider nur nicht, wie viel Bogen ich habe. Aber naja, gut. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.